Ja, Christoph Dabrowski, die Vorbereitung auf die Rückrunde ist abgeschlossen. Am Samstag steht das Spiel gegen den KSC bevor. Wie lautet dein Fazit? Ja, alles in allem haben wir eine sehr gute Vorbereitung gehabt und haben auch gute Testspielergebnisse gehabt. Und von daher können wir eigentlich optimistisch in die Rückrunde gehen. Und Sonntag ist natürlich wichtig, einen guten Start zu haben. Und wir sind auf jeden Fall bereit dazu und wünschen uns natürlich auch dementsprechend ein gutes Ergebnis. Der KSC war am Mittwoch aktiv, hat da im DFB-Pokal 0:1 gegen Wien Wiesbaden verloren. Wie genau hat man da hingeschaut und welche Erkenntnisse hat man da mitgenommen? Ja gut, haben wir natürlich beobachtet, wenn der Gegner schon erstes Pflichtspiel hat, aber Pokalspiel ist natürlich eine ganz andere Geschichte und von daher kann man das auch nicht zu hoch werten. Wird natürlich ein ganz anderes Spiel werden hier. Die werden natürlich sich anders präsentieren wollen und da müssen wir natürlich alles dafür tun, um einfach als Sieger vom Platz zu gehen. Sicherlich war das eine riesengroße Enttäuschung für Karlsruhe, dass sie da ausgeschieden sind. War eine große Chance, eine Runde weiterzukommen gegen Wien, aber ich denke, dass Wien sehr gut gespielt hat, sehr gutes Pressing gespielt hat, über 90 Minuten aggressiv war und das müssen wir am Wochenende genauso bringen, um da erfolgreich zu sein. Wenn man auf die Tabelle schaut, ist es vor allem ein 6-Punkte-Spiel. Beide Mannschaften stecken drin im Abstiegskampf. Es ist fast schon sowas wie ein erstes vorgezogenes Endspiel, oder? Ja gut, ich meine, der Klassenerhalt wird jetzt nicht am ersten Spieltag entschieden. Wir haben 17 Spiele dafür, aber wäre natürlich sehr positiv, mit einem guten Ergebnis zu starten. Unter den Fans herrscht im Moment immer noch große Unruhe. Das haben wir spätestens nochmal gemerkt bei dem Spiel gegen Zilina, als der Trainer, der Rauswurf des Trainers nochmal lautstark gefordert wurde. Wie nimmt ihr das auf? Wie geht ihr damit um? Habt ihr Verständnis dafür in der derzeitigen Situation? Gut, ich meine, Verständnis hat man schon, wenn die Ergebnisse nicht da sind, dass die Fans frustriert sind, aber wir können nur gemeinsam da raus und ich sag mal, da muss man auch nochmal appellieren an die Leute, dass sie versuchen, uns tatkräftig zu unterstützen. Wir werden alles versuchen, dass wir eine bessere Rückrunde spielen, als es in der Hinrunde der Fall war. Und von daher hoffen wir natürlich, dass die Fans auch hinter uns stehen. Ich denke, dass die Fans uns von Anfang an unterstützen werden, wenn sie merken, dass da eine Mannschaft auf dem Platz steht, die Vollgas gibt, die alles für den Verein gibt und denke, dass dann auch der Funke überspringt, dass die Fans von Anfang an hinter uns stehen und unterstützen, so wie es sein muss. Ein Wort zum Neuzugang, Diego Klimowicz. Ihr könntet euch jetzt 3 Wochen lang kennenlernen. Wie ist dein Eindruck? Ist das ein Mann, der euch weiterhelfen wird? Ja, absolute Bereicherung für unser Spiel und passt auch ganz gut in die Mannschaft rein und ich hoffe natürlich, dass er so schnell wie möglich für sich ein Erfolgserlebnis feiern wird, dass er dann auch vielleicht so einen Lauf kriegt und uns dementsprechend auch weiterhilft. Ich denke, dass wir eine ganz positive Vorbereitung hatten. Jetzt kommen leider die Verletzten dazu, das ist ärgerlich, aber das müssen andere Mannschaften auch wegstecken. Und denke, dass Diego wird uns weiterhelfen mit seiner Präsenz im Spiel und mit seiner Erfahrung und hoffe, dass ein oder andere Tor schießt. Reviersport, die Sportzeitung.